Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Wir werden jetzt mal gemeinsam die My Model Puppe von Zapfkreation verschönern. Ich zeige euch mal die Puppe in der Nahaufnahme. Eine Frisur hat sie eigentlich schon, geschminkt ist sie mehr oder weniger auch schon, was ich ganz interessant finde. Die Haare fühlen sich eigentlich fast wie echte Haare an. Ich hatte früher einen My Model Kopf, da waren die Haare viel plastischer und so richtig, ich war richtig strohig. Die fühlen sich eigentlich ziemlich glatt an. Die Augen leuchten in einem ganz, ganz hellen Blau und die Wimpern sind super lang, so als wenn sie angeklebt wären. Die Augenbrauen sehen auch ziemlich realistisch aus, finde ich. Also in den letzten Jahren hat sich viel getan, was die My Model Puppe angeht. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal mit dem Schminken los. Dazu entscheide ich mich für eine Farbe. Ich nehme jetzt einfach mal lila. Hole die Puppe näher ran, damit ihr auch genau sehen könnt, was ich da mache. Ich dachte gerade, dass man die Augenlider hier noch bewegen könnte, wie bei der Babyborn. Kann man aber nicht. Das Auge ist ziemlich starr und lässt sich auch nicht schließen. Deshalb mache ich die Schminke jetzt einfach so Pi mal Daumen da drauf. Hier seht ihr schon, dass die Schminke da unten gekrümelt hat. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Und man muss auch relativ oft nachmalen, damit man auch wirklich die Farbe sieht. Besonders gut hält sie nicht auf dem Kunststoff. So, ein Auge ist jetzt schon lila, die Krümel da unten machen wir gleich weg und jetzt kommen wir zum anderen Auge. Dann machen wir hier noch die Krümel unterm Auge etwas weg und dann nehme ich als zweite Farbe einfach mal dieses Silber hier. Und mache das direkt unter die Augenbrauen. Was ihr übrigens nicht machen dürft, wenn ihr der Puppe eine Frisur machen wollt, bitte nicht die Haare glätten oder in einen Lockenstab drehen oder irgendwie föhnen. Diese Haare sind nicht hitzebeständig, das heißt, die werden dann wahrscheinlich einschmelzen, was ziemlich schade wäre, weil dann wäre die Puppe nicht mehr zu gebrauchen. Und wenn ihr die Puppe anders schminken wollt, einfach ohne Chemikalien daran gehen, also mit warmem Wasser und ein bisschen Spülmittel, dann sollte das eigentlich abgehen. Die Haare wäscht man dann genauso, also auch mit warmem Wasser, vielleicht etwas Seife rein. Und wenn man dann noch die Haare geschmeidig haben will, dann kann man Weichspüler reintun. Das steht zumindest in der Anleitung, habe ich so noch nicht ausprobiert, aber es wäre mal ein Versuch wert. Diesen silbernen Ton werde ich jetzt auch noch hier unten auftragen. Ich finde, mit den blonden Haaren sieht sie dann etwas aus wie ein Engel. Passt ja prima zu Weihnachten. Und dann kommt jetzt noch das Rouge. Das ist diese rötliche Farbe. Und das tragen wir dann hier auf den Wangenknochen auf. Ich mache das jetzt einfach mal in kreisenden Bewegungen. Sieht man fast gar nicht, weil die Puppe, glaube ich, von vornherein schon so rote Wangen hat. Was ich noch ein bisschen vermisse, wäre ein Lippenstift. Da war leider keiner dabei. Man könnte jetzt noch Glitzer auf ihre Lippen machen. Auch wenn das eigentlich für die Haare bestimmt ist. Ich glaube allerdings, dass das so ist wie Nagellack. Deswegen lasse ich das jetzt lieber. Ihr könnt ja sonst einfach einen Lippenstift nehmen, den ihr euch selber auf die Lippen machen würdet. Oder irgendein Labello oder so. Nur damit die Lippen auch was abbekommen. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn es fertig ist. Was allerdings jetzt noch fehlt, ist die Frisur. Und zu der kommen wir jetzt. So. Jetzt sind alle Haargummis soweit raus. Und wir kämmen die Haare jetzt mal.
Und hier ist noch eins. Also sie hat wirklich von vornherein schon jede Menge Haargummis hier in ihren Haaren. Und auch schon hier einen gedrehten Zopf. Das machen wir jetzt alles mal auf. Und jetzt sieht sie noch mehr aus wie ein Engel, weil sie hier gleich noch so Locken drin hat. Mal schauen, ob wir das durchs Kämmen etwas rausbekommen. So, ihre Haare haben wir jetzt einmal durch. Die sind auch wirklich ziemlich dick. Und was auch wirklich ein bisschen bemerkenswert ist, die Puppe verliert wirklich ihre Haare, wenn man ihre Haare auch kämmt. Ich denke mal, wenn man die Puppe, nachdem man ihre Haare gewaschen hat, wirklich Weichspüler nimmt, dann verkletten die auch nicht so. Das heißt, die Haare werden dann auch vermutlich nicht so schnell ausfallen. Aber ich habe jetzt schon jede Menge Haare in der Hand. So, und jetzt ist die Frage, was für eine Frisur wir ihr machen. Ich hätte einfach die vorderen Haare jetzt eingedreht, dann an dem Hinterkopf befestige. Dazu nehme ich eine dieser Klammern. Und das gleiche mache ich dann auch auf der anderen Seite. Und so sieht unsere Frisur aus. Das kann man dann hier vorne noch ein bisschen auflockern. Und hinten eventuell noch mit einer dritten Spange verbinden. Wir haben hier jetzt noch so Kordeln dran mit den Blüten. Und fertig ist dann unser Make-up und die Haare. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Hier haben wir lilanen und silbernen Lidschatten. Die Haare haben wir vorne bis nach hinten eingedreht. Und so sieht es dann aus. Wenn ihr möchtet, dass ich noch mehr Frisuren oder Make-up-Techniken zeige, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, Nachschminken und Nachfrisieren. Gebt mir doch einen Daumen fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss!